Herr Stadler, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst, Herr Van Rompuy, teile ich Ihre Einschätzung nicht, und da bin ich nicht alleine, dass die Finanzkrise vorbei sei und dass man das beim Ratsgipfel feststellen konnte. Sie haben nur um Milliarden Zeit gekauft. Mehr haben Sie nicht erreicht. Mehr haben Sie nicht zusammengebracht. Und daher haben die Bürger derzeit und vor den Wahlen einen Anspruch darauf auf Klarheit. Ich beziehe mich nur einmal aus Zeitgründen auf die Punkte 43 und 44 der Schlussfolgerungen. Hier wird gesagt, dass für die direkte Rekapitalisierung der maroden Banken in Zukunft die Mittel des europäischen Stabilitätsmechanismus herangezogen werden sollen. Nun sagt aber nicht irgendwer, sondern der deutsche Finanzminister Schäuble, ich zitiere, kein Steuergeld für die Rettung der Banken und schon gar nicht aus dem Rettungsfonds ESM. Ende des Zitats. Und er beruft sich auf eine Einigung mit seinem präsumptiven Koalitionspartner SPD und sagt, dort sieht man das genauso. Dort hätte man gesagt, ja, so machen wir das. Kein Geld des Steuerzahlers mehr für marode Banken. Wir verlangen Klarheit vor der Wahl. Wir wollen wissen, wie Sie die maroden Banken, so wie Sie das unter Punkt 43 und 44 aufgelistet haben, wie Sie diese Banken wirklich finanzieren wollen. Hier ist vom europäischen Stabilitätsmechanismus die Rede, was Schäuble offensichtlich in Absprache mit Merkel und dem Koalitionspartner SPD ausschließt, ausdrücklich ausschließt. Und überhaupt den Bock schießt die Frau Lagarde ab, wenn der internationale Währungsfonds jetzt sogar eine 10-prozentige allgemeine Schuldensteuer verlangt auf alle Sparguthaben. Das ist nackte Enteignung. Das ist ungeheuerlich. Wir verlangen von diesem Rat und von dieser Kommission vor der Wahl Klarheit. Und der Bürger hat einen Anspruch darauf, dass er nicht permanent auch noch von der Europäischen Union angelogen wird. Und der dritte Punkt ist die von Ihnen so hochgelobte Bankenaufsicht. Nach welchen Regeln soll diese Bankenaufsicht stattfinden? Es gibt sie nicht. Die Regeln sind nicht da. Sie haben sie abgeschafft. Der Rest an Regeln, den es noch gab, der wurde beseitigt. Welche Regeln sollen hier gelten? Da wird gesagt, ja, Basel III sei Regel genug. Basel III ist keine Regel wild gewordene Finanzspekulanten in den Zaum zu nehmen oder eine Bank zu überprüfen. Basel III ist maximal eine Regel, um irgendwelche Kredite für die mittelständische Wirtschaft noch auszubremsen. Nach welchen Regeln? Wann hat diese Europäische Union den Mut, zu sagen, was in dieser Union den Banken noch als Regeln auferlegt werden kann und was nicht? Und die Regeln sind notwendig. Und bevor Sie eine Aufsicht über die Banken ausüben, müssen Sie klare Regeln auf den Tisch legen. Und die liegen bis zur Stunde nicht auf dem Tisch. Das sind zwei Dinge, die zeigen, dass Sie nichts gelöst haben, sondern sich nur mit Milliardenaufwand des Steuerzahlers Zeit gekauft haben. Und das wird der Steuerzahler, wie ich hoffe, bei der nächsten Wahl wirklich abstrafen. Und hat ein Recht darauf, das abstrafen zu können. Ich möchte mich darauf konzentrieren, was die Bankenunion wirklich darstellen soll. Erster Punkt. Welche Regeln wird diese Union aufstellen? Selbst ein Euroskeptiker wie ich wäre dafür zu haben und zu gewinnen, dass die Europäische Union Regeln für die Banken aufstellt. Sie feiern jetzt, dass Sie den Mechanismus für die Bankenaufsicht auf die Reihe gebracht haben. Ja, das ist wunderschön. Aufsichtsbeamte sind immer etwas Schönes für eine Verwaltung. Aber nach welchen Kriterien prüfen diese Aufsichtsbeamten? Nach ihren eigenen Einschätzungen? Nach ihrem eigenen Gefühl? Die Regeln fehlen und diese Regeln, das ist das Essentielle, sind bis heute ausständig und die haben Sie auch heute nicht erläutern können. Der Mechanismus der Bankenaufsicht, bei allem Respekt vor Ihren Leistungen, aber damit haben Sie noch gar nichts gewonnen. Wir leider auch nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Sie keine Klarheit schaffen, welche Mittel oder woher die Mittel stammen sollen, die Sie für die Rekapitalisierung maroder Banken heranziehen wollen. Sie sagen auch nicht dazu, ob Sie marode Banken in Zukunft vielleicht doch in Konkurs schicken wollen, was vielleicht vernünftiger wäre. Die großen Ankündigungen, dass der Steuerzahler nicht mehr zur Finanzierung maroder Banken herangezogen wird, erweist sich wiederum als unrichtig. Und das ist bedauerlich und dafür wird der Wähler mit Sicherheit abstrafen.